CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich zu Beginn meiner Rede die ersten Sätze Ihres Antrags von den Linken kurz lesen. Der erste humanitäre Weltgipfel, Sie haben gerade darauf hingewiesen, Frau Höger, im Mai 2016 in Istanbul findet vor dem Hintergrund großer Herausforderungen an die internationale humanitäre Hilfe statt. In den Jahren 2012 bis 2015 hat sich der Bedarf der humanitären Hilfe auf 20 Milliarden US-Dollar verdoppelt und auch die Anforderungen an die Ausgestaltung der humanitären Hilfe sind gewachsen. Einige Zahlen über die Flucht. Sie als Fraktion heben damit ein Thema auf die Tagesordnung, was uns in den letzten Jahren je länger, je wichtiger geworden ist. Unter unserem Vorsitzenden Michael Brandt, unter Ermutigung von dem Kollegen Stresser, als er noch Menschenrechtsbeauftragter in erster Linie war, unter Mithilfe von Ihnen, den Grünen, ist die humanitäre Hilfe aus dem Schattendasein des Ausschusses, das werden Sie bestimmt bestätigen, ein Stück rausgetreten und zum Schwerpunktthema geworden. Zwei Anhörungen in dieser Legislatur mit hochrangigen Experten haben deutlich gezeigt, dass humanitäre Hilfe auch neu gedacht werden muss. Die Verantwortung der Weltgemeinschaft für die Beseitigung von Fluchtursachen mit einer entsprechenden finanziellen Ausstattung wurde betont. Auch wurde gefordert, das Ineinandergreifen unterschiedlicher Instrumente, etwa der humanitären Hilfe auf der einen und der Entwicklungszusammenarbeit auf der anderen, zu stärken. Da haben wir noch eine Menge vor uns. In diesem Sinne wäre auch Ihr Antrag, der eine Reihe sinnvoller einzelner Forderungen enthält, durchaus begrüßenswert, wenn da nicht diese Hidden Agenda wäre. Wenn nicht jede ihrer einzelnen Fäden durch das gleiche Nadelöhr letztlich geführt würde, so bleibt mir und meiner Fraktion bei allem guten Willen nichts anderes, als Ihren Antrag abzulehnen. Wovon rede ich? Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass die Partei Die Linke im März diesen Jahres, Sie hier in diesem Haus, gefordert hat, den 8. Mai in der Terminologie des verstorbenen Altbundespräsidenten Weizsäcker als Tag der Befreiung zu einem gesetzlichen Gedenk- und Feiertag zu machen, übrigens durchaus nachdenkenswerte Idee. Und dass es nun die Linksfraktion ist, die in dem vorliegenden Antrag gleich im ersten Punkt die Bundesregierung zu Folgendem auffordert: die internationale Verantwortung Deutschlands ausschließlich mit zivilen Mitteln wahrzunehmen. Zitat Ende. Lassen wir das einen Moment wirken. Ein Freund von mir würde sagen, auf der Festplatte zergehen lassen. Hier wird nicht gefordert, zuerst alle diplomatischen und zivilgesellschaftlichen Instrumente zu nutzen. Hier wird auch nicht betont, bundesdeutsche Institutionen, staatliche und nichtstaatliche, besser auszustatten. Nein, das kleine Adjektiv ausschließlich sagt ganz deutlich, die internationale Verantwortung der Bundesrepublik soll zukünftig ohne die Bundeswehr wahrgenommen werden. Jedes militärische Eingreifen wird ausgeschlossen. Meine sehr geehrten Kollegen, Widersprüchler kann man kaum argumentieren. Wir feiern am 8. Mai den militärischen Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland, machen daraus sogar möglicherweise einen gesetzlichen Feiertag und verweigern zugleich den Menschen unsere Hilfe, die Opfer bewaffneter Rebellengruppen werden. Wir verschließen unsere Augen vor ethnischen Säuberungen. Wir sollen zusehen, wenn Diktatoren ihren Nachbarstaaten den Krieg erklären. Das ist meines Erachtens nach absurd, widersinnig und entbehrt jeglichem aufrichtigen politischen Willen, wirkliche Verantwortung menschenrechtlich und völkerrechtlich tragen zu wollen. So ist der eigentlich sehr charmante Gedanke eines humanitären Chors eigentlich hinfällig. Denn hier geht es in erster Linie Ihnen offensichtlich nicht um humanitäre Hilfe, sondern durch die Hintertür geschieht, was ich vollkommen ablehne, eine unzulässige Diskreditierung unserer Bundeswehr. Dafür steht meine Fraktion nicht zur Verfügung, ich selber nicht. Und selbst die Namensanleihe bei Willy Brandt kann nicht darüber wegtäuschen, dass die SPD deshalb möglicherweise ihren Antrag mit unterzeichnet. Im Gegenteil, die Bundeswehr und ihre Soldatinnen und Soldaten, die unter sehr hohen persönlichen Risiken Verantwortung übernehmen für unsere Sicherheit in Deutschland und die Friedenssicherung in der Welt, denen gehört höchste Anerkennung. Wenn Sie nur mal einen schnellen Blick, mir passiert heute, im Online-Lexikon Wikipedia werfen, werden Sie beim Stichwort Auslandseinsätze bei der Bundeswehr seit 1960 immer wieder Begriffe finden wie Hilfeleistung, Erdbebenhilfe, Katastrophenhilfe, Versorgung und medizinische Betreuung, um nur einige zu nennen.
Bundeswehrsoldaten sind bei Missionen in Europa, Asien, Afrika, im Mittelmeer, am Horn von Afrika im Einsatz. Und das geschieht stets im engen Schulterschluss mit den EU-Partnern, den Verbündeten der NATO und natürlich begründet durch Mandate der Vereinten Nationen. Gerade die Bundeswehr hat durch ihre gut ausgebildete Truppe und ihre logistischen Möglichkeiten einen entscheidenden Anteil an der humanitären Hilfe, die die Bundesrepublik international geleistet hat und immer wieder leistet und immer Hand in Hand mit Organisationen wie dem Technischen Hilfswerk und Partnern der Zivilgesellschaft. Und ganz nebenbei, auch im Inland ist unsere Truppe mehr als aktiv. Denken wir an die Hochwasserhilfe in mehreren Jahren der letzten 10 Jahre und die logistische Hilfe bei Unterbringung von Flüchtlingen. So bitter das ist, jeder politische Realist muss letztlich zugeben, um die internationale Verantwortung wahrzunehmen, reichen zivile Mittel am Schluss nicht alleine aus. Natürlich muss gelten, eine militärische Intervention kann, und ich sage auch muss, immer nur die letzte Möglichkeit sein, diese sogenannte Ultima Ratio politischen Handelns. Jedes mit diplomatische Mittel muss ausgeschöpft werden, jeder Sanktionskatalog vollständig abgearbeitet sein und dann erst kann, nochmal muss dann auch eine militärische Option erwogen werden, gemeinsam mit den Partnern der Weltgemeinschaft. Die militärische Option gänzlich auszuschließen, kann zu Katastrophenfällen führen und die Geschichte hat uns das brutal vor Augen gezeigt. Denken wir an den Völkermord der Türken, an den Armeniern 1915. Dazu gehört auch, dass wir im Rückblick beschämt feststellen müssen, wir haben zugeschaut als Deutschland. Die Berichte von Augenzeugen wurden ignoriert, das Massenmord nahm seinen Lauf. Oder denken wir an die nähere Vergangenheit, 1994 in Ruanda. Je nach Schätzung zwischen 500.000 und etwas mehr als 1 Million Menschen infolge des Völkermordes der Hutu an den Tutsi. In nur 100 Tagen vollzog sich einer der grausamsten Massenmorde der Weltgeschichte und wir, die Weltgemeinschaft, haben zugeschaut. Das darf so nicht wieder passieren. Diese Erinnerungen und die uns Deutschen ureigenste Erfahrung der Befreiung von der Nazi-Diktatur durch die Alliierten machen deutlich, eine militärische Option ist als politische Ultima Ratio unabdingbar. Und glauben Sie mir, ich rede jetzt nicht als konservativer Parteiresonist, ich sage das als jemand, der als junger Mann zu Zeiten des Kalten Krieges den Kriegsdienst verweigert hat. Und ich sage das als überzeugter Pazifist, manchmal können nur die Waffen am Schluss den Frieden sichern oder schaffen. Und nicht von ungefähr waren es die rot-grüne Bundesregierung unter Kanzler Schröder und Außenminister Fischer, die sich 1999 entschieden haben, im Kosovo-Krieg erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik an einem Kriegseinsatz zu beteiligen. Wir konnten nicht 5 Jahre nach dem gerade genannten Ruanda erneut die Augen vor ethnischen Säuberungen, was für ein scheußlicher Begriff, verschließen. Noch dazu vor der eigenen Haustür. 2 Beispiele für die Notwendigkeit solcher internationalen Missionen, an denen die Bundeswehr beteiligt war. Die KFOR-Mission, die sich zum Schutz der Bevölkerung im Kosovo und der im Land tätigen NGOs durch die Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrates an den Kosovo-Krieg anschloss. Und zum Zweiten ist gerade der umstrittene, ja, ich nenne das so, umstrittene Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan eigentlich zu würdigen. 13 Jahre lang hat die ISAF, International Security Assistance Force, ihren Beitrag zur Sicherheit in Afghanistan geleistet. Und auch dazu vielleicht zum Abschluss ein persönliches Erlebnis. Die AG Menschenrechte, unsere Fraktion, hat im Rahmen einer Klausurtagung afghanische Vertreter von Politik und Zivilgesellschaft eingeladen. Und ich werde die bewegenden Worte nicht vergessen, die sich der Vorsitzende einer NGO, mit denen er sich bei uns bedankt hat. Sinngemäß sagte er Folgendes. Wir mussten erleben, dass Heckenschützen der Taliban unsere Mädchen von den Fahrrädern geschossen haben, wenn sie auf dem Weg zur Schule oder zum Frauenarzt waren. Und seit die deutschen Schutztruppen für Sicherheit sorgen, können unsere Töchter ungehindert Bildungsangebote und Gesundheitsvorsorge wahrnehmen. Zitat Ende. Damit komme ich zum Schluss. Lassen Sie mich zusammenfassen. Zum einen, humanitäre Hilfe muss stärker in den Fokus der internationalen Politik kommen, deshalb Thema prima und neu gedacht werden. Zweitens, jedes Mittel der zivilen und politischen Verantwortung muss wahrgenommen werden, bevor es zu einer
militärischen Intervention kommen darf. Und drittens, dann aber, wenn Ultima Ratio eintritt, ist die militärische Option eine politische Notwendigkeit. Jeder Versuch, die Bundeswehr direkt oder indirekt in Misskredit zu bringen, zeugt, wie wir finden, wie ich finde, von politischer Kurzsichtigkeit und Verantwortungslosigkeit. Dankeschön. Vielen Dank, Kollege Heinrich. Nächster Redner, Tom Königs für Bündnis 90 Die Grünen.